Liebe Freundinnen und Freunde, wir leben heute in einem Freistaat, in dem Dutzende Unterrichtsstunden ausfallen, weil es viel zu wenige und viel zu überlastete Lehrerinnen gibt. Während andere Bundesländer Gemeinschaftsschulen haben, bei der Gestaltung ihrer Lehrpläne auf Vielfalt achten und Medienbildung im Unterricht verankert ist, haben wir einen Kultusminister, der sich öffentlich bei Podiumsdiskussionen über längeres gemeinsames Lernen lustig macht. Kurzum, in dem Bundesland, in dem wir leben, scheint bisher ambitionslose Politik von gestern zum guten Ton zu gehören. Ich möchte, dass sich das ändert. In meinem Lehramtsstudium sehe ich, wie verantwortungslos die sächsische Staatsregierung mit jungen Lehrerinnen umgeht. Es geht schon lange nicht mehr um gute Bildung und einen anständigen Umgang mit Lehrenden, sondern darum, junge Menschen in ein System zu stopfen, ohne darauf zu achten, ob sie für diese Schulfächer oder Schulart ausgebildet sind oder überhaupt geeignet sind, einen pädagogischen Beruf auszuüben. Das Landesamt für Schule und Bildung hat immer noch nicht begriffen, wie prekär die Situation ist und vergrault mit seiner Zuteilungspraxis zusätzlich viele junge Lehrerinnen. So sieht sächsische Schulpolitik aus. Jahrelang hat man junge, gut ausgebildete Menschen gehen lassen und jetzt schafft man es vor Ort, noch nicht einmal die Mindestpräsenz von Lehrerinnen und Lehrern abzusichern. Diese verantwortungslose Politik gehört abgewählt. Ich stelle mir eine Bildungspolitik vor, die Themen der Zeit angeht. Bildungsgerechtigkeit, individuelle Förderung von SchülerInnen, moderne Schulausstattung, Sensibilität von Sexualität und Geschlechtervielfalt in den Lehrplänen und Lehrmaterialien. Gerade was diese Sensibilität angeht, gibt es noch viel zu tun. Wenn die AfD von Schwulunterricht an sächsischen Schulen oder bevorzugter Sexualität spricht, dann wissen wir, dass unsere politische, aber gesellschaftliche Arbeit im Jahr 2019 noch lange nicht beendet ist, sondern gerade erst angefangen hat. Denn was diese Seite verbreitet, ist Hass, Hetze, Angst und ein Nazi-Vokabular erster Güteklasse. Was wir hingegen vertreten, sind Argumente. Argumente für einen neuen Aufbruch, für nicht weniger als einen politischen Neuanfang in diesem Bundesland. Für ein anderes Sachsen. Diese Menschen wollen Sachsen rückabwickeln. Ich hingegen möchte Sachsen weiterentwickeln. Es ist klar, unsere Aufgabe, für Offenheit und Vielfalt zu streiten und auch zu werben. Ich stelle mir ein Sachsen vor, in dem sich queere Menschen im Jahr 2019 nicht mehr dem Druck ausgesetzt fühlen müssen, normative Rollenbilder Dritter zu erfüllen, sondern einfach ihr Leben leben können. Heute ist es wichtiger denn je, es immer wieder deutlich zu sagen. Wir stehen an der Seite der LGBTIQ-Community und werden Angriffe und Abwertungen nicht hinnehmen. Schwuchtel ist auf sächsischen Schulhöfen noch immer die häufigste Beleidigung. Und es scheint auch im Jahr 2019 im vermeintlich bürgerlichen Milieu keine Scheu vor öffentlichen Vergleichen von gleichgeschlechtlichen Ehen mit Kindesmissbrauch oder Inzest oder der Diffamierung von Interpersonen zu geben. Im Zweifel war es halt ein schlechter Scherz. Wir werden dazu beitragen, von klein auf diesen Vorurteilen entgegenzuwirken und Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit in die Hand geben, althergebrachte Rollenbilder zu hinterfragen. Daher brauchen wir auch eine bildungsoffensive Vielfalt, damit die Stigmatisierung endlich beendet wird. Diese Bildungsoffensive können Schulen aber nicht allein leisten. Deshalb möchte ich mich für eine verbesserte Finanzierung der Bildungsarbeit von Vereinen und Verbänden wie Different People in Chemnitz, wie Rosa Linde in Leipzig oder wie dem Gerede in Dresden einsetzen und mich vor allem für die Ausweitung dieser Bildungsarbeit in die ländlichen Regionen stark machen. Denn auch in Freiberg, Görlitz, Torgau oder Plauen muss diese Bildungsarbeit ermöglicht werden. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wieder mehr junge Menschen aufs Land ziehen. Wenn man allerdings bis heute von Seiten der Staatsregierung nicht begriffen hat, dass es Zusammenhänge gibt, wenn das letzte Kino, das letzte Theater, das letzte Jugendzentrum geschlossen wird, wenn die Bahntrasse stillgelegt wurde, rechte Strukturen zum Gemeindewesen gehören
und das Direktmandat an die AfD geht. Und wer all das nicht begriffen hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich stelle mir ein Sachsen vor, in dem man sich problemlos für eine bunte Gesellschaft und Weltoffenheit einsetzen kann, ohne Beleidigungen und Diffamierungen ausgesetzt zu sein. Ein Sachsen, in dem alle Menschen der Meinung sind, dass man sich mit diesem Verhalten als echter Demokrat outet. Ich stelle mir ein Sachsen vor, das die horrenden Mietpreise in den Großstädten auch und gerade für junge Menschen nicht nur bedauert, sondern zielstrebig an der besseren Finanzierung der Studierendenwerke arbeitet. Nicht die Studierenden selbst sollen mit immer weiteren steigenden Semestergebühren für die Sanierung von Wohnhäusern aufkommen, sondern der Freistaat selbst. Wir erleben gerade, wie tausende Jugendliche mit Fridays for Future auf der ganzen Welt, aber auch bei uns in Sachsen, demonstrieren. Jugendliche, bei denen eine neue Motivation für eine Wende in der Klima- und Verkehrspolitik entbrannt ist. Jugendliche, die die Nase voll haben von der Staatsregierung, die den Einstieg in den Kohleausstieg immer weiter auf die lange Bank schiebt und vertrödelt. Wir sind die Einzigen, die ihre Anliegen auch parlamentarisch vertreten und somit auch offensichtlich die Einzigen, denen etwas an einer lebenswerten Zukunft liegt. Ich stelle mir ein Sachsen vor, das nicht zwanghaft an Altem festhält, sondern für eine leidenschaftliche, optimistische und ökologische Politik streitet. Das wird auch und gerade in diesem Jahr nicht einfach. Wir werden eine harte Auseinandersetzung in den Diskussionsrennen auf der Straße und im Netz führen müssen, wie wir in Zukunft in diesem Bundesland leben wollen. Wollen wir Menschen dieses Bundesland überlassen, die weder an Demokratieförderung, Geschlechtervielfalt oder Meinungsvielfalt interessiert sind, oder brechen wir zu einem neuen Entwurf für ein neues Sachsen auf? Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Markus Scholz und ich möchte meine Zeit und meine Energie für diese Politik, für dieses neue Sachsen investieren und bitte um euer Vertrauen. Da gebe ich kein Pardon. Danke, Markus. Wir haben eine Frage von Michael Hofmann aus Landkreis Leipzig. Warum willst du in den Landtag, wenn du in der Ausbildung zum Lehrer bist und hier vielleicht noch gebraucht wirst? Du hast 3 Minuten für die Beantwortung. Lieber Michael, danke für diese Frage. Zum einen bin ich mit meiner Ausbildung fast zu Ende. Das ist so viel zum Studienablauf. Zum anderen denke ich, dass wir Potenzial haben. Potenzial bei jungen Menschen, die draußen demonstrieren, jeden Freitag für eine neue Politik, für eine bessere Verkehrspolitik und Klimapolitik. Deswegen denke ich, dass ich Themen vertrete, die in den Landtag gehören. Das sind eine viel, viel besser gestärkte Schulpolitik und vor allem eine starke Queerpolitik. Und deswegen trete ich an.